Hallihallo und herzlich willkommen zu Assassin's Creed 4 Black Flag. Ich hatte es ja letztes Mal mehrfach erwähnt, wir haben irgendwie ein Problem. Er läuft halt fast immer nur so, der liebe Edward. Ich habe mich dann im Internet erkundigt, einige haben gesagt, sie hatten diesen Fehler auch. Und das Spiel hat dann meistens einen Fehler bei der Installation gemacht, sprich, dass irgendein Dokument falsch übertragen worden ist oder ähnliches. Habe ich das Spiel zweimal deinstalliert und im Normalfall rennt er immer noch so. Dann wurde gesagt, sprinten tut er eigentlich nur bei R2 und dann X. Aber ausnahmsweise macht er das jetzt sogar, ich bin schockiert. Probier es nochmal. Jetzt auf einmal funktioniert es, okay. Ich habe nicht gerade rumgespielt, ich kümmere mich jetzt nicht um den Piraten. Es kann sein, dass es sich jetzt behoben hat, diesen Bug. Ja, nee. Er hört halt sehr schnell wieder auf zu rennen, das hatte ich auch. Eine Sache, wo er garantiert losläuft, zumindest vorhin ganze Zeit garantiert losgelaufen ist bei meinen Tests, war, wenn ich es gleichzeitig aus dem Stand drücke. Genau. Da rennt er halt dann immer wie ein abgestochenes Wildschwein los. So, hier aus dem Stand. Aber es bringt mir halt kaum was, das jetzt hier auf Glück zu tendieren. Und dann läuft er meistens ein paar Meter und hört dann irgendwann auf. Ich spiele trotzdem erstmal weiter. Ich guck mal, was für ein Problem das darstellt. Ich weiß nicht, ob es irgendwann sogar Probleme gibt. Es gibt halt noch ein paar Verfolgungsmissionen, das weiß ich. Und wenn dieser Bug uns dann stört, muss ich das Let's Play leider abbrechen. Dann streame ich vielleicht demnächst Unity auf Xbox One. Das könnte ich dann machen. Oder einfach warten, bis der nächste Assassin's Creed Teil kommt. Aber egal, wir machen mit der Hauptstory weiter. Sequenz 2, Mr. Walpole, nehme ich an. Mission starten. Buenos dias. Duncan Walpole aus England. Ich will zum Gouverneur. Ich glaube, er erwartet mich. Sí, señor Walpole. Entre, por favor. So, ich kann hier nicht rennen. Also R2, nicht mal joggen geht klar. Ese es el hombre? El... ¿Cómo lo llamabas? ¿Asesino? Sí, Duncan Walpole. Hier die labern. Ich spreche da jetzt einfach mal zwischen. Ich bezweifle, dass wir Spanier haben, die das jetzt verstehen. Einfach und mitlesen, wenn es denn sichtbar ist. Der Boden ist ein bisschen hell, darum ist das schwerer. Sie sind sehr verwundert, wie wir aussehen, aber dass wir sehr respektabel auch wohl aussehen als Assassine, der wir gar nicht sind. Ich habe auch mal überlegt, ob ich diese Sachen jetzt hier... Ja, das war zu spät. Wir kriegen ja in der Datenbank auch immer Informationen zu Orten, also hier Schauplätze. Havanna und wir haben gerade was für ein Teil aufgedeckt. Keine Ahnung, Sehenswürdigkeit oder sowas, Wahrzeichen war es dann. Da können wir dann auch immer lesen. Lass ich erstmal, wenn ihr das wissen wollt, kann man natürlich auch mit einbringen, dass ich die Sachen besichtigen gehe und dazu Informationen vorlese, wenn ihr das denn gerne wollt. Müsst ihr mir das mitteilen, sonst mache ich das erstmal nicht. Guten Morgen, Sir. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr Duncan Walpole seid? Der bin ich. Das dachte ich mir. Woods Rogers. Eine Ehre. Ebenso. Ich muss sagen, meine Frau ist keine gute Beobachterin. Verzeihung. Mein Weib. Ihr traft sie vor einigen Jahren beim Maskenball der Percys. Ah. Nun, sie nannte euch teuflisch gut aussehend. Offenbar eine Lüge, um mich eifersüchtig zu machen. Julien, unser Ehrengast ist eingetroffen, Mr. Duncan Walpole. Julien Ducasse, ich hoffe, euer Übertritt in unseren Orden ist aufrichtig. Ich schätze die Assassinen nicht, doch Lügner noch viel weniger. Ich kam nicht her, um zu enttäuschen. Wie wär's mit etwas Sport, Duncan? Der alte Mann ist noch nicht bereit für uns. Ah, dürfen wir jetzt endlich mit einer Flinte schießen hier? Okay, Ihr habt meine besten zwei Paare baugleicher Pistolen, Duncan. Seid bitte vorsichtig damit. Hätte ich acht, würde ich sie wie meine Söhne behandeln. Verschießt ein paar Kugeln, wenn ihr mögt. Entwickelt ein Gefühl. Okay. erstmal auswählen haben wir. Einen Mann, der 9 Pistolen bei sich trug. Sie waren durchschlagend im Kampf, doch in der Tür am Schwimmen. Leider. Okay, nachladen. hört. Da steht noch eine versteckt, ich schieße sie auch hin. Kann ich hier auch schnell schießen machen? Ja, kann ich. Was? Ich warte auf den Tag, an dem eine Waffe 4 Kugeln fasst und nicht anders herum. Lädt er nur eine Waffe nach?
Nein, zwei, drei. Drei Schüsse habe ich. Okay. Ich einen englischen eins. Freund von mir treffen, Julian. Ende? James Puckle. Er arbeitet an etwas Außergewöhnlichem. Magnifique. Wollen wir dieses Spiel nicht schneller beenden? Okay, ja, haben wir es jetzt mit dem Gastgeber sprechen. Oh, ich kann hier einen herausfordern. Machen wir doch erstmal, oder? Nun gut. Eine einfache Aufgabe. Versucht jedes Ziel zu treffen, bevor dieses Stundenglas leer ist. Stundenglas, wow. Kriegen wir hin. Trefft alle Ziele innerhalb der erlaubten Zeit. Das beinhaltet natürlich eine durchgeladene Waffe. Ich habe im Übrigen nur noch drei. Ne, er hat Nachschlag. Ich dachte schon, ich habe weniger Kugeln. Ne, das kriege ich jetzt gerade nicht hin. Weil mir genau eine Kugel im Lauf fehlt, obwohl. Kein Glück, wie? Ne. Eben mal nachladen. Das Nachladen dauert lange. Lad nach. Hey, geht doch. Ich lad mal eben komplett durch, dann ist das easy. So, jetzt. Nun gut. Eine einfache Aufgabe. Versucht jedes Ziel zu treffen, bevor dieses Stundenglas leer ist. Diesmal kein Problem, machen wir. Denk Start daran. Zeit. Treff komm. Alle Ziele innerhalb der erlaubten Zeit. Komm, fang an. So. So, nachladen. Nein, ich habe noch eine. Habe ich nicht schon drei verschossen? So, es sind noch zwei Ziele übrig. So, kein Problem. 350 für die Herausforderung. Schön. Ich will aber eben durchgeladene Waffen haben, ne? Wie viele sind das? Drei oder vier? Ich habe nicht aufgepasst. Eine Kugel, zwei Kugeln, drei Kugeln. Vier Kugeln, ah, okay. Gut, fortsetzen. Danke. Wo sind eure Klingen? Nie war jemand schlechter ausgerüstet als ihr. Ah, beschädigt leider. Nicht mehr zu retten. Aha. Trefft eure Wahl. Wo habt ihr die alle gefunden? Ich habe sie nicht gefunden. Ich nahm sie. Es sind Souvenir. Ja, ich glaube, der hat schon so manch einen Assassin getroffen. Jetzt ist er kein Assassine mehr. So will es der Brauch, oui. Brauch, ei. Danke. Wärt ihr so freundlich, uns eure Techniken zu demonstrieren? Nun, ich. Ihr müsst. In Erwartung eurer Ankunft haben wir einen kleinen Übungsparcours vorbereitet. Es wäre schade, abzureisen, ohne euch in Aktion zu sehen. Ja, natürlich. Ich meine, wenn die Zeit es erlaubt, zeige ich euch alles, was ich weiß. Ihr, seht ihr? Perfekt auf euch abgestimmte Situationen. Legt los. Klar. Die Klinge so. In der Menge ist das Einfachste. Nichts Grandioses. Nur schnell und sauber. Okay, okay, okay. Gut, wir sind zwar kein Assassine, aber das können wir. Zeigt uns noch eine Technik. Mehrere Attentate ausführen. Einfallsreich Heuhaufen als Deckung zu nutzen, meint ihr nicht? Ist ja okay. Ist ja im Prinzip Tutorial. Edward kann das ja eigentlich nicht wissen hier, ne? Genau, das ist der Punkt. Geheimhaltung. Kriegen wir trotzdem hin. Das Überraschungsmoment ist von allergrößter Bedeutung. Ist es nicht so? Vor allem an uneinsehbaren Ecken. Welche Ecke sollen wir nehmen? Hä? Reicht das? Doch was? Neben der offenkundigen Wirksamkeit sind Luftattentate von poetischer Schönheit. Lass mich doch da hoch. Ich zeig euch ein Luftattentat, wenn ich da hoch darf. Hier. Mach mal einen schönen Sprung hier und weg. Noch Wünsche? Magnifique. Besteht auch die Möglichkeit, den Todesstoß im vollen Lauf auszuführen? Ja, natürlich, da. Mon Dieu, welch unwiderstehlicher Ieb. Haben wir's? Wunderbar. Leute. Gut. Fortsetzen. Die Assassinen haben euch gut ausgebildet. Ihr habt ihnen im rechten Moment den Rücken gekehrt. Das war riskant, schätze ich.
die Assassinen zu hintergehen, kann äußerst ungesund sein. Bestimmt. Und Schnaps zu trinken ebenfalls, doch einige Risiken nehme ich gern in Kauf. Und was ist euer Anliegen hier, Sir? Seid ihr ein Mitarbeiter des Gouverneurs oder ein fast Bekannter wie ich selbst? Gewehre, Klingen, Kanonen, Granaten, alles, was einen Mann töten kann, liefere ich euch mit Freude. Also eine Art Schmuggler. Und wie geht es eurem Weib der Zeit, Captain Rogers? Ist sie hier, in Havanna? Es wird ihr gut gehen, auch wenn ich es nicht weiß. Ich war über 14 Monate in Madagaskar, Piraten jagen. Es war mühsam, die Schurken von dort zu vertreiben, doch wir schaffen es. In Zukunft gedenke ich, dieselbe Taktik in der Karibik einzusetzen. Und wie wurdet ihr mit ihnen fertig? Das war nicht schwer. Viele Piraten sind nicht klüger als Affen. Ich ließ ihnen einfach die Wahl, das Pardon annehmen und arm aber frei nach England zurückkehren oder auf der Stelle gehängt werden. Ah, dann könnte Nassau euer nächstes Ziel sein. Wie scharfsinnig, Duncan. Jawohl. Na dann viel Glück. Ja, ja, da werden wir aber was gegen tun, denn wir sind natürlich auch mit Leib und Seele Piraten, ne? Großmeister Torres, Mr. Duncan Walpole ist eingetroffen. Sie. Ihr wurdet vor einer Woche erwartet. Verzeiht, Gouverneur. Es gab einen Überfall durch Piraten. Wir wurden versenkt. Ich traf erst gestern hier ein. Bedauernswert. Verzeiht meine Vorsicht. Doch konntet ihr das vor diesen Piraten retten, was ihr mir versprochen habt? Ja, Sir. Konnte ich. Incredible. Die Assassinen haben mehr Ressourcen, als ich gedacht hätte, jedoch. Nicht genug, um uns abzuschrecken. Ich freue mich sehr, euch endlich zu treffen, Duncan. Höchst willkommen. Kommt, meine Herren, wir haben viel zu besprechen. Und er räumt erstmal den Tisch auf. Ein netter Typ, ne? Ein Pinguin war das, ein Butler. Endlich beisammen. Und in solch kontinentaler Gesellschaft. England, Frankreich, Spanien, die Bürger trauriger und korrupter Reiche. Doch nun seid ihr Templer, die geheimen und wahren Herrscher dieser Welt. Bitte, streckt eure Hände aus. Verinnerlicht und achtet unsere Absichten. Führt alle verirrten Seelen, bis sie auf dem rechten Weg sind. Leitet alle verirrten Triebe, bis die Leidenschaft sich abkühlt. Lenkt alle verirrten Geister zu sauberen Gedanken. Im Lichte des Vaters des Verstehens. Lasst uns zu Werke gehen. Gut, was jetzt? Vor Jahrzehnten übertrug mir der Rat die Aufgabe, hier in der Karibik einen vergessenen Ort zu finden, den die Vorläufer einst das Observatorium nannten. Seht her. Seht euch diese Bilder an und prägt sie euch gut ein. Sie erzählen eine uralte Geschichte. Seit zwei Dekaden bemühe ich mich, das Observatorium zu finden. Einen Ort, der angeblich ein Werkzeug von unvorstellbarer Macht beherbergen soll. Es enthält eine Art Armeasphäre sozusagen, ein Gerät, das uns die Macht verleiht, jeden Mann auf der Erde zu finden und zu beobachten, wo immer er sich befindet. Stellt euch einmal vor, wie es wäre, eine solche Macht zu haben. Mit diesem Gerät gäbe es keine Geheimnisse mehr, keine Lügen, keine Betrüger. Nur Gerechtigkeit, wahre Gerechtigkeit. Das ist das Versprechen des Observatoriums und wir müssen es für uns gewinnen. Kennen wir denn seinen Standort? Werden wir bald. Denn der Einzige, der ihn kennt, ist in unserer Gewalt. Ein Mann namens Roberts. Er galt einst als Weiser. Es ist 45 Jahre her, dass jemand einen wahren Weisen sah. Können wir sicher sein, dass er echt ist? Wir sind überzeugt davon. Die Assassinen werden ihn sich holen. Ich lass die gerne mal labern. Ja, das werden sie. So wie jetzt. Doch. Dank Duncan und der Informationen, die er uns brachte, werden die Assassinen kein Problem für uns darstellen. Morgen wird sich alles aufklären, meine Herren, wenn ihr den Weisen persönlich trefft. Bis dahin, lasst uns trinken.
Lasst uns das Observatorium gemeinsam finden. Denn vor seiner Macht werden Könige fallen, der Klerus erblassen und die Herzen der Welt werden uns gehören. Sicher doch. Also ich probiere natürlich immer meine Klappe zu halten, wenn die viel reden, aber zwischendurch ist das nicht möglich, weil das echt Quasselstrippen sind, die labern und labern und labern. Mr. Walpole nehme ich an, das war die Erinnerung 3 und wir haben 100% gemacht, darum habe ich von auch den Taschendiebstahl begangen. Das gehörte nämlich noch als Zusatz. Schlaft gut, Duncan. Dazu. Morgen wird die Schatzflotte einlaufen und damit eure Belohnung. Und danach besprechen wir unser Vorgehen. Ich freue mich drauf. Exzellent. Trefft mich unten an den Docks gleich als erstes morgen früh. Wo geht's denn? Okay, wieder hier vor. Da war noch Schatztruhen. Erbittet eure Anwesenheit an den Docks neben dem Castillo. Gleich morgen früh. Da waren noch Schatztruhen, aber mit dem beschäftige ich mich jetzt mal nicht. Den Kurier fangen. Das sind zum Beispiel Sachen, wir können ja jetzt mal gucken, wie gut das Rennen dann funktioniert. Ein Pirat! Ja. Rennt um euer Leben! Hey, Kumpel! Und der rennt vor uns weg. Oh, wir durften die Pisteln behalten. Das ist schon schlecht. Zumindest eine. Kenway, der Pirat! Der Piratenkapitän! Ja, dann komm doch zurück. Wir waren Kapitän? Dieser Mann, er ist Pirat! Habe ich das Messer noch? Kumpel, renn noch ein bisschen schneller und... Ja, kann ich vergessen. Das ist das Problem, dadurch, dass ich immer X drücken muss. Habe ich nicht bekommen, egal, weg ist er. Wir machen hier mal die Mission. Was ist das, ein Assassinenauftrag, oder? Ich glaube, ich muss hier drüber. Genau, da haben die Täubchen doch bestimmt was Schönes mitgebracht. Und zwar lautet der Auftrag: Ein Freibeuter, der als Hehler für die Templer arbeitet, soll sich im Armeeviertel von Havanna verstecken. Findet ihn und tötet ihn. Wir kriegen 1000 und wenn wir nicht kämpfen, kriegen wir nochmal 500 dazu. Nehmen wir an, das ist nicht wenig Geld. Dann machen wir auch mal ein bisschen was außerhalb der Hauptstory und gucken, wie es halt mit dem Rennen funktioniert. Wo ist er da? Markieren wir direkt. Wie das denn ohne diese wirkliche Rennfunktion funktioniert. Er hört halt sehr schnell auf zu rennen, merkt man glaube ich auch. Und er klettert auch gerne überall hoch. Merkt man auch sehr gut. Gut, ich mach mal hier an. Was gilt denn hier schon als Feind? Da haben wir welche. Da oben steht ein Wachposten. Noch sind wir ja nicht im Sperrgebiet drin. Wer ist denn bitte das Opfer? Da hinten haben wir ihn. Vielleicht schwimmen? Ich will natürlich die 500 nochmal dazu haben, ne? Krieg ich da so schnell nicht weg. Ganz hinten durch, so. Okay, in Deckung. Ich lock ihn mal an, der andere hat schon nachgelassen. Der hört's, ja, komm. Hey, Kumpel, komm ran. Ich habe den Boni bekommen. Der Kollege hat es zwar gesehen, reagiert aber nicht. Ich plündere mal direkt. Ja, jetzt ist das auch kein Sperrgebiet mehr. Feuer am Steuer oder was da auch immer stand. Ich habe es nicht rechtzeitig gesehen. Haben wir noch eben fertig gemacht. Vielleicht sollten wir auch synchronisieren gehen, oder? Synchronisieren und dann hier noch ein Assassinenauftrag. Ihr könnt mir ja sagen, ob das okay ist, wenn ich auch Nebensachen mache, weil... Man will Geld haben, kann ich eigentlich auch außerhalb der Aufnahme machen, dass wir dann halt später ein richtig geiles großes Schiff aufbauen. Da braucht man halt auch Geld für. Können wir uns nicht durch die Welt schnorren. Müssen wir schon ein bisschen stehlen und so. Ein paar Aufträge erledigen, um das Geld dann zu kriegen. Nun gut. Ich bin etwas ungelenkig im Moment unterwegs. Das liegt nichtsdestotrotz daran, dass ich halt nicht vernünftig sprinten kann. Ich will mich da auch nicht dran festhaken, aber es stört halt doch schon. Ne? Gut, hier hoch, komm, Kumpel. Edward?
geht auch hier jetzt. Guck mal. Ja, super. Hier kommst du hoch. Ohne Probleme. Und dann springen wir sogar direkt an den Abstand hier. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es nennen soll. Den Adlerhorst kann man es ja fast nennen. Gehst du da jetzt? Ja. Und synchronisieren. Wir stellen uns noch richtig hin. Eine eigentlich sehr schöne Landschaft. Die Stadt ist auch gar nicht mal so klein, wie ich finde. Dabei gibt es sogar viele Städte hier in Black Flag. Und ab nach unten. 3 von 8 Synchronisationen haben wir erledigt. Jetzt zum Beispiel funktioniert das Sprinten gerade wieder gar nicht. Dafür muss ich immer erst stehen bleiben. Und selbst das funktioniert nicht richtig. Muss ich wieder... Na. Wer zieht eine Mauer und kommt dann da hinten nicht rein? Okay, da ist eine Tür, die kriegen wir halt nicht auf. Dafür ist Edward zu blöd. Wie lautet der nächste Auftrag? Da. Ein Kaufmann der Templer soll Havanna besuchen, um dort ein Geschäft abzuschließen, das enorm wichtig für seinen Orden ist. Findet ihn und setzt seinen Treiben ein Ende. Gut, die gleichen Konditionen wie letztes Mal. Finden Sie ihn, wollte ich lesen, aber ne, fanden sie nicht so wichtig, da noch ein Sie hinzusetzen. Wo ist das? Sogar ein bisschen weit weg, oder? Geht. Wir gucken sogar schon in die richtige Richtung. Wir nehmen mal hier den leicht erhöhten Weg und helfen unserem Piratenkollegen. Ich gehe sicher nirgendwo mit dir hin, du Lustknabe. Wir kämpfen auch mit der Klinge. Einfach nur aus Dekorationszwecken. Ich finde die mich eigentlich von den finnischen Moves am besten. Willst du dich noch von uns verabschieden? Ja, Villa. Danke. Kenway, richtig? Ich bin auf eurer Seite. Das hoffen wir, dass du auf unserer Seite bist. Eine Schatztruhe soll hier auch noch irgendwo sein. Unter uns, ja. Die nehmen wir natürlich ohne Bedenken mit. Bleiben auch nur noch 14 übrig in Havanna. Ich kann auch fast nicht die Kamera bewegen, wenn ich denn mal das Sprinten schaffe, weil ich müsste X loslassen und dann passiert das. Ich muss noch mal gucken, ob es da vielleicht irgendeinen Trick gibt, vielleicht irgendwas in den Einstellungen oder ähnliches. Ja, kann ich auch hinten lang. Ob es da vielleicht irgendeinen Trick gibt oder so, weil... Schon blöd, ne? Ja, die Piratengäse kann ich jetzt nicht immer befreien. Sehe ich mein Opfer schon von hier? Nein, sehe ich nicht. Einer von denen muss es ja sein. Boah, du hältst dich auch überall dran fest. Du sollst schwimmen. Ins Wasser, genau. Da schwimmen noch welche. Da hinten sehe ich ihn. Da sehe ich den Goldschleier. Kommen wir hier dran vorbeigeschwommen, ja, oder? Die Silhouette im Wasser ist nur ein großer Hecht, Leute. Ist gar kein Problem. Edward, du wolltest auch mal Aquamarientaucher werden, ne? Ich meine, sie hießen so. Die Leute, die ewig lange tauchen können. Wo ist denn unser Opfer hin? Irgendeiner... Ach, unser... Der sieht uns sogar. Taucht auch. Gut. Aus dem Winkel sieht er uns nicht, aber ich habe Angst, wenn ich da jetzt mich dranhänge, dass er mich sieht. Ja, wieder mit Bonus ins Wasser. Die Leiche will nicht untergehen, aber tot ist tot. Eine Pulverlieferung, Auftrag ausgeführt. Super. Es gab doch auch eine Methode, schneller zu schwimmen, oder? Ich probier's mal. Ist gut, tauch. Steck die Waffe weg, ich bin gar nicht mehr in dem Bereich drin. Ja, komm doch. Der hat eine Waffe! Der Kollege hat eine Waffe! Schwimmen geht, glaube ich, gar nicht. Da gab es doch auch einen Sprint bei, oder? Ich muss mir unbedingt mal Gameplay von Assassin's Creed 4 Black Flag angucken.
wie schnell der sonst schwimmt. Weil ich glaube, schwimmen habe ich auch das Gefühl, dass das sehr langsam ist. Soll ich die Hauptquest jetzt noch machen? Nee, oder? Nee. Nee, diesmal nicht. Wir können uns nochmal mit dem Shanty-Star messen, das hier rumfliegt. Aber das wird ja wohl in Richtung links gehen, oder? Es kann nur nach links oder rechts. Ich weiß gar nicht, es wird wahrscheinlich auch die Flugrichtung ändern können. Wir probieren es einfach mal zu kriegen. Kann ich hier eben, ja. Ich probiere es. Ja. Er bleibt bei mir natürlich an jeder Ecke hängen. Damit habe ich es verloren, aber die Schatztruhe hier kriege ich trotzdem. So. Ich bin etwas ungeschickt, glaube ich sogar, aber... Dort gewesen sein. Nächstes Mal machen wir mit der Hauptmission ein wenig weiter. Ich bedanke mich trotzdem recht herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.